Ja, du kaufst auch Sachen. Egal. Breitschwert weg. Vielen Dank. Tschüss. Okay. So, was habe ich jetzt ausgerüstet und welcher Quest? Indizienbeweis. Okay. Was ist mit ihm denn? Hier ist Duras. Der pümmelt hier immer noch rum. Das hier wird immer noch angezeigt und wirklich. Lass uns doch mal kurz zu Jora gehen. Jora. Der war am Schlund. Warte, leichtes Orientierungsproblem. Vielleicht können wir dem ja erzählen, was Phase ist. Und wir müssen eigentlich auch nochmal runter zu dem anderen Macker, den wir das mit dem Welkenherz haben durchgehen lassen, ne? Ganz wichtig, zu dem Setzer. Weil der durfte ja auch weiter diesen Scheiß trinken. Keine Ahnung, was er macht. Ist wahrscheinlich irgendein reiner Mana-Trank oder so ein Mist. Urin hieß der, glaube ich, ne? Mit dem müssen wir auch nochmal reden. Weil der wollte uns was abgeben. So. Jora. Hatte ich dir nicht einen Auftrag erteilt? Mhm. Ja, es lief nicht ganz wie geplant. Jemand anderes hat die Maschinenteile dringender benötigt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Mhm. Ich benötige sie. Corin ebenfalls und essen wird er sie nicht. Nun gut. Dennoch bin ich unzufrieden. Mhm. Er hatte seine Chance. Und es war dein Auftrag. Aber sei es wie es will, ich habe zu tun. Naja, indirekt habe ich ja deinen Auftrag ausgeführt. Ich meine, um seine Maschinenteile zu bekommen, hätte ich ihn umbringen müssen. So, er hatte seine Chance. Er hat sie jetzt bekommen von mir. Ich hab ja der Gemeinschaft geholfen. Warum sind die also pissig darauf? Du tust, was ich sage, oder ich hau dir aufs Maul. Ja, fuck you. Blöder Pisser. Ich hasse die Berserker. Die Berserker gehen mir echt auf den Sack mit ihrem Scheiß hier, echt wahr? Die kotzen mich echt hart an. Kannst du dir nicht vorstellen. Dann lass uns mal zu Urin gehen. Und ob hier noch rumklabüstert. Halt, da war noch jetzt. Arbeiten auf dem Feld wäre nichts für mich. Dass du hier einfach rumlaufen darfst, ne? Das ist schon krass. Ich hätte aber auch mal langsam geile Rüstung, wenn ich irgendwann will. Setzer. Ich weiß nicht, welcher von euch wer ist. Da gibt auch nur einen Hinsetzer. Ich glaube, er da, ne? Setzer. Urin? Nein. Du bist Urin. Auch nicht. Warte mal. Oder war der hier? Das ist Urin. Genau, der wirkt hier nämlich alleine, ne? Das Urik. Mana muss fließen. Urik. Das Mana muss fließen. Okay, das ist ein bisschen creepy, oder? Na gut, dann machen wir mal weiter. Indizienbeweise. So, die beiden sind hier. Ich glaube, Stormson müsste da sein, ne? Spurlos verschwunden. Gerechte Strafe. Hier, der latscht hier durch die Gegend. Ne, der ist hier. Okay. Gucken wir, wo er bleibt. Ich versuche ihn mal zu erwischen. Dann ist er ja quasi in der Nähe. Gucken, ob wir ihn einholen können. Eigentlich nicht so einfach. Ich guck mal schnell, ist er immer noch da? Ja, okay, ich dachte, der wäre woanders. Ja, schön, dass du rast da oben immer noch rumlungert. Ich glaube, der kommt da nicht mehr weg, oder? Ja, komm, dann machen wir Vogel. Bisschen mehr Schaden machen wir jetzt auch wieder. Warte, da war eine Elixidader. Das nehme ich natürlich mit. So, die Storm kommt schnell hin und dann können wir weitergehen. Ist das eine
das ein Wurzel, okay. Na, der ist aus wie ein Schwanz. Gucken, wo der sich rumtreibt. So ein Frosch. Ein schwacher Fitter. Okay, besser auf jeden Fall. Bisschen mehr Schaden machen wir auf jeden Fall. Ach, da war auch radioaktiv oder so, ne? Ist der hier auf dieser Straße? Guck mal. Nee. Okay, wir müssen nach oben rüber auf jeden Fall. Hier ist Blut. Ja gut, hier war ja auch Krieg, ne? Hier war ja Krieg, wie man sieht. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Mhm. Reizvoller Gedanke. Ist auch schon länger hin. Halt! Hildassel! Böser Kritter. Mach Sitz. Oh, was haben wir denn da hinten? Sind das Separatisten? Die sehen separatistisch aus. Ich speichere mal schnell, nicht, dass die mich gleich alle machen. Wer seid ihr denn? Ihr wandert hier rum. Das sind die Separatisten, oder? Wieso werdet ihr von dem Kritter nicht angegriffen? Halt! Wer da? Warte mal, bist du das, Jax? Ja. Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Echt jetzt? Kirax. Wer bist du denn jetzt? Was hast du noch über mich gehört? Gehört? Du meinst, welche Lügen sie mir noch aufgetischt haben? Mhm. Hast du jemals schon von einer gescheiterten Alpexekution gehört? Ich jedenfalls nicht. Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Ja, bitte. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Hm. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Mhm. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elexitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elexitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Was weißt du über Kallaks momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Hm. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber... Für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Konverter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Hm, ja.
Danke. Ich greife an! Oh! Jetzt. Okay. Die waren also nett. Dann rennen irgendwie Hühnchen rum, habe ich gerade gesehen. Aber wir gucken erstmal hier kurz und dann geht gleich weiter, ne? Ja, hier war die Belagerung. Also die haben ihr Hauptquartier an einem Konverter, also der wahrscheinlich noch funktioniert. Aber die sind anscheinend nicht so. Anscheinend wissen die im Eisverlass nicht, dass die abtrünnig sind, oder? Täusche ich mich da jetzt. So, hier geht es über die Brücke. Da müssen wir aber gar nicht lang. Ne? Ich weiß, stimmt da die Richtung hier? Ich habe Musik gehört. Alte Sprachaufnahme. Liebling, wo bist du? Es sind alle komplett verrückt geworden. Was soll ich machen? Sie lassen uns nicht mehr aus der Siedlung raus. Ich habe gehört, dass alle hier an die Küste flüchten. Die Kinder haben Angst. Ein Rani. Und da hinten ist wieder ein Skrillex oder so ein Scheiß. Da. Hier noch irgendwas. Sieht erstmal nicht so aus. So, wenn ich den jetzt pushe oder trigger, ne? Da drüben! Wir machen halt erst jetzt richtig Schaden, ne? Also über dieser Mittelleiste hin. Da machen wir jetzt richtig Schaden, okay. Aber ist es ja eigentlich dumm, Q zu drücken, oder? Sehe ich das falsch? So, warte mal, hier muss ich, glaube ich, aufpassen, weil wenn ich hier jetzt weitergehe, dann werden wir, glaube ich, von seinesgleichen geschnappt und durch die Kraft der Suggestion nach Inadon gebracht. Wenn ich mich nicht gänzlich irre. Ich meine aber, das war so. Die Frage ist eigentlich, wie kommen wir jetzt darüber, ne? Wir müssen eigentlich zurück und am Konverter vorbei. Mal hier. Guck mal, hier ist auch, glaube ich, ein Konverter. Ja, das müsste auch ein Konverter sein. Wir müssten. Oder hier unten lang. Wenn das geht. Ich weiß nicht, ob wir da lang kommen. Mal gucken. So, Wolfel auf die andere Seite. Ja, schwierig hier, ne? Ich denke nicht, dass wir hochkommen. Gäbe es einen anderen Weg? Ja, wir könnten es versuchen, hier außen lang. Quasi neben der Brücke. Muss man ein bisschen aufpassen mit der Ausdauer, wegen schnell laufen. Gucken mal. Also, naja, wenn wir da weitergehen, ist es nicht garantiert. Ich sag's nur, weil bei meinem letzten Durchlauf, da war es eben so. Aber die sind, glaube ich, auch nur wandern. Und, sind, glaube ich, wie die Separatisten, die wir gerade getroffen haben. Die können da lang kommen, müssen es aber nicht. So, wir gehen jetzt, versuchen jetzt erstmal hier hochzukommen. Weil dann sind wir nämlich auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, uns frisst unterwegs nichts. Hier ist ein Kellerasse. Gleich alle. Die Punkte. Und da oben führt sogar ein Weg lang, wenn ich das richtig sehe. Der ist sogar. Oh, wir sind schon da. Der ist hier irgendwo. Oh, das ging jetzt aber. Viel schneller als ich gedacht habe. Das sah noch so weit weg auf der Karte. Aber hier ist er nicht. Wo ist er denn? Oder doch hier um die Ecke?
Oh. Oh. Ein toter Berserker. Die Berserker sind von Energiewaffen durchlöchert. Das ist die Handschrift der Kleriker. Mhm. Ja, aber du musst ja auch bedenken. Stormson hat, bin ich noch da? Warte mal. Oh, wieder Verbindung. Stormson hatte ja auch eine Energiewaffe. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das Internet war gerade weg. Wer erneut laden? Hallo? Sieht mich jemand? Bin ich wieder da? Ich glaube, ich war kurz weg. Hab gerade eine Meldung von OBS bekommen. Wiederverbindung erfolgreich. Ja, Mensch. Aber jetzt bin ich wieder da. Okay. Gar nicht gesehen. Was ich gerade sagte, Stormson hatte ja auch eine Energiewaffe, ne? Und guck mal hier. Kalan. Vielleicht wurde Stormson auch... Vielleicht finden wir Stormson in Ignondon hier wieder. Wer weiß das schon? Gutes Messer. Ein Krug. Hier ist auf jeden Fall nicht. Ach. Seid ihr diejenigen, die mir gerade begegnet sind? Oder seid ihr andere? Guck mal. Nee, du bist gerade von ihm. Okay. Dann haben wir das ja jetzt durch, ne? Dann können wir mal das nächste wieder Zahn um Zahn machen. Xylon. Guck einmal hier. Das Ding ist immer noch da. Ist zum Glück nicht nervig. Ja, dann brauchen wir jetzt nur dem Weg hier lang folgen eigentlich, ne? In diese Richtung. Okay, ja gut, und wir müssen zurück zu Rika, ne? Aber wir müssen ja eh wieder nach Dingens. Wir sind nicht beide auf einmal. Tja! Da ja, rollt sich erstmal ran, ne? Voll der Move, Alter. Ich greife an! Alter, der hat auch einen großen Mann, ne? Guck mal, der hat mich trotzdem noch erwischt. Ich hab grad noch voll das Leben verloren. Wir können übrigens auch die Heilpflanzen können wir auch so fressen, ne? Oh, da oben ist noch was. Das habe ich jetzt ja fast übersehen. Lass mich mal ganz schnell gucken im Inventar. Bei den essbaren Sachen. Wir haben ein bisschen Trockenfleisch, bringt 7 Gesundheit. Mal gucken. Wird wahrscheinlich nicht rein. Wobei ist ja einiges. Ein bisschen Trockenfleisch für 7 Gesundheit. Lass uns mal hier hochkraxeln. Jetzt gilt Stormzone als einfach verschwunden erstmal, ne? Ich glaube aber, den werden wir bestimmt in Ignaton wieder treffen. Wie jetzt? Hier ist nix oder was? Komm ich hier hoch und hier ist nichts. Hat sich ja voll gelohnt. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir weiter. Oh, hat doch gerettet, Trockenfleisch. Sehr gut. Wir brauchen eine viel bessere Rüstung, ne? Dass wir einfach vor Angriffen auch gut geschützt sind und viel bessere Waffen. Aber auch so ewig immer, ne? Hier gibt es aber viel, was wir sammeln können. Okay, ja, wir müssen dem Weg folgen. Gut, dass der sich nicht gabelt. Hier gabelt sich der Weg, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich müssen wir hier uns über die Brücke halten, ne? Hier lang. Oh, da liegt ein toter Kleriker. Sag mal, Kumpel, gehört der zu dir? Sprach für einen Freund. Komm her, du Fiebmatz. Ich hasse sowas, ne? Wenn die an... Wenn die... Oh, da kommt noch mehr. Kannst du mal mit deiner Waffe da reinwemsen? Ich hätte die erstmal ein bisschen an. Warte mal.
So. Okay, ich hätte nur 6 machen sollen, nicht 7, ne? Toter weißer Tod. Schon wieder Leben verloren. Wie viel, ey. Kleriker tot. Eine kurze Notiz ohne Rohrzange. Keine Waffe. Traurig, dann fresse ich mal in der Zeit schnell was. Hier so. Apfel. 6 Stück. Mach ich einfach so. Und eine kurze Notiz. Das haben wir gehört. Liebling, wo bist du? Es sind alle komplett verrückt geworden. Was soll ich machen? Herausgerissene Tagebuchseite. Unsere Mission steht unter einem schlechten Stern. Kalan gibt mir Kraft, diese Reise zu überstehen. Wenn jemand diese Zeilen liest, dann sagt meiner Familie, dass ich alles versucht habe, nach Hause zu kommen. Eines Tages werde ich den Weg über die Berge antreten und euch wiedersehen. Wir haben ein altes Jagdhaus der Berserker gefunden. Heute Nacht schlafen wir im Trocknen. Ich habe im Fluss ein paar Splitter gefunden. Sie müssen herangespült worden sein. Wenn wir auf einen reisenden Händler treffen, werde ich sehen, wie viel Nahrung ich dafür kaufen kann. Solange behalte ich die Splitter erstmal für mich. Wer weiß, ob das Essen, das ich dafür bekomme, für uns beide reicht. Sie lassen uns nicht mehr aus der Siedlung raus. Ich habe gehört, dass alle hier an die Küste flüchten. Die Kinder haben eine Jagdhütte gefunden. Von den Berserkern. Könnte die hier sein, oder? Naja, das war nur der Turm. Wenn die hier liegt. Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Oder hier. Also der kommt auf jeden Fall vorbei. Da oben ist das Gerät. Aber wir haben gerade so einen ruhigen Kackvögel kam, ne? Schon ein bisschen krass. Oh, der Apfel hat gar nicht gereicht. Wie mir scheint. Großfleisch, Setzerbrot bringt 6. Ich hätte gerne eine richtige Punkteanzeige, damit ich weiß, wie viel ich davon fressen muss. Wollen wir mal gucken, ob wir das... Da ist der Konverter. Was ist das hier? Nix. Nee. Das ist einfach nichts. Oh, da vorne ist wieder so ein... 2 von denen. Ich helfe dir! Tja! Da war aber noch einer. Der jetzt aber erstmal weg ist. Was war das denn? Okay, dann gucken wir erstmal hier. Das ist eine Hütte. Ich glaube, da steht auch jemand im Fenster. Das ist aber auch nicht die Jagdhütte. Das sieht mir so aus wie ein Aussichtspunkt. Da ist ein Rucksack, den wir nicht durchwühlen können. Ein schlafender Sack. Sonst ist hier nix. Hier hat man... Ja, das sieht mehr aus wie ein Spähposten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast es immer noch da oben, ne? Dann lass uns mal schnell ein bisschen freies Fleisch braten. Wir brauchen auch unbedingt ein Rezept für das Asselfleisch so langsam, ne? Die sammeln wir auch mutterfröhlich ein. Lass uns mal zu dem Haus da oben gucken. Hier sind ziemlich viele Vögel unterwegs. Da ist er. Okay, was ist denn mal vor? Da drüben! Aua. Problem. Was war mit dem Wolf da hinten oder was? Jetzt kann ich aber erstmal pennen gehen. Komischerweise, der hat mich erwischt. Der andere irgendwie nicht. Oder der hat mich erwischt, aber mein Bruder, was ich da gefressen habe, war noch gut. Also wenn ich kann, dann pennen. Bis zum nächsten Morgen. Es regnet immer noch. Ich hoffe, es hört auch wieder auf. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Hier sieht nämlich auch interessant aus.
So ein bisschen zumindest. Ich glaube, hier ist irgendwas runtergefallen, ne? Ja, hier. Eine Satelliterschüssel. Da drüben waren wir vorhin. Also, okay. Gut, da brauche ich nicht gucken. Dann lass uns mal zu dem Haus da gehen. Gucken, was es da erwartet. Welches bist du nächsten Morgen geschlafen? Sieht nicht aus wie der nächsten Morgen. Faszinierend. Ich glaube, da steht jemand im Fenster, ne? Jetzt wäre ein Scharfschützengewehr gut. Dann könnte ich ihn anpeilen und dann direkt ja, Kopfschuss, beide Beine weg. Das ist eine Kröte. Keine Verteidigungsanlagen. Huch, dann hole ich mir erstmal die Kröte. Wollen wir gleich in den Rücken fällt. Oh, Knochen. Okay, ich darf. Ich habe das Gefühl, ich darf nichts mehr verkaufen. Wenn wir Knochen auch brauchen zum Bogen aufwerten. Das ist ja schon mal was, ne? So, Strom und hier irgendwas rum. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Mhm. Wenn du das sagst. Das ist ein Brennstoff. Ein Flammenwerfer. Ich weiß, bei irgendeinem dieser Windräder guckt auch noch eine heftige Bestie rum. Okay, da steht niemand. Dann können wir ja erstmal vorsichtig reinlugen. Kleiner Heiltrank. Stuhl hinsetzen. Na, ich brauche mich jetzt nicht hinsetzen. Mal gucken, ob es hier Dinge gibt. Eine Tasche, die ich nicht angucken kann. Ah, okay. Hier wohnte jemand. Mit einer Truhe. Nämlich Schorniger Hose. Wie passend. Ist aber nur plus 3. Schade. Eine Suppe. Sehr schön. Oh, Dietrich. Sehr gut. Nehme ich alles mit. Können wir verkaufen, was wir nicht brauchen. Und dann hat jemand einen Mechaniker gewohnt. Vielleicht ist es auf meinem Zimmer. Ein Gaskocher oder sowas. Derjenige scheint aber nicht mehr da zu sein. Noch mehr Dietrich. Sehr gut. Ein Löffel. Delle. Okay. Draußen ist, glaube ich, ein Mülleimer oder sowas. Pillendosen. Wieso? Oh, das ist ein Hornwolf. Den lasse ich mal. Oh, da war auch gerade noch, glaube ich, ein guter Teller, ne? Hier so ein Schlafsack. Ich geh erstmal hoch. Warnmeldung, Klebeband. Ist hier noch jemand? Da ist jemand totes. Vorsicht. Klebeband. Warnmeldung und Warnmeldung. Ach ja. Serienmörder treibt sein Unwesen. Ein Serienmörder nutzt das allgemeine Chaos oder mordet junge Frauen mit langem schwarzen Haar im Alter von 20 bis 25. Ich warne alle Bürger, die sich in den Häusern verstecken. Passt auf eure Töchter auf. Meine hat er erwischt. Nehmt meine Warnungen ernst. Oh, okay. Ziemlich viele Warnmeldungen hier. Soll das irgendwie ein Hinweis auf irgendwas sein? Nein, ich gehe mit. Hier liegen lauter Tote rum. Guter Becher. Ein Foto. Ah, bestimmt die Entwickler, oder? Gott, das hier sieht auf den ersten Blick creepy aus, als ob da irgendeine Gestalt sitzt. Okay. Keine Ahnung, was die Fotos bringen. Ja, so ein bisschen Schrott. Und wer hat die Kerzen hier angezündet und ist einfach weggegangen? Sanftes Klopapier, auch das ist ja schön. Ein Energieriegel. Dankeschön. Ich würde mir auch gerne eine Base machen. Wir haben ja gar kein. Wir sind ja heimatlos.